Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute habe ich am Arm eine Einzeigeruhr und zwar die De Facto 1 2009 Limited Edition. Furchtbarer Name, mehr dazu im Video. Das ist eine Uhr, nach der ich lange gesucht habe, also nicht diese spezielle Uhr, sondern die Uhr, die diese Spezifikationen erfüllt. Einzeiger, das ist für mich Entspannung, kein Stress, keine Hektik, es nicht so genau nehmen, also Wochenende, Freizeit, Urlaub und zugleich wasserdicht. Leider sind die meisten Einzeigeruhren nicht wasserdicht, zumindest nicht bis 100 Meter, wie ich es gerne habe, zum Duschen, Schwimmen, Baden und sonst was. Die De Facto 1 in der 2009 Limited Edition erfüllt all das und noch etwas mehr und das zeige ich euch in diesem Video. Die De Facto 1 2009 Limited Edition ist eine Uhr, die ich in der Art und Weise schon länger gesucht habe. Wie allgemein bekannt ist, habe ich ja eine kleine, nicht besonders ausgeprägte, aber unleugbar vorhandene Schwäche für Einzeigeruhren, weil sie für mich wirklich tolle und gern getragene Urlaubs-, Freizeit- und Wochenenduhren sind. Leider sind die allermeisten Einzeigeruhren nur bis 3 oder 5 Bar wasserdicht und dieses Problem heilt diese Uhr, dieses Modell der De Facto 1. Die ist nämlich bis 100 Meter wasserdicht und ist eine Reminiszenz an die allererste Uhr, die De Facto gebaut hat im Jahr 2009. Mit genau diesen Funktionen und auch diesem Original-Ziffernblatt aus 2009. Die Uhr ist limitiert auf die Anzahl der vorhandenen Ziffernblätter. Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wie viele das sind. Und für mich ist das wirklich klasse. Ich freue mich sehr, dass De Facto diese Uhr wieder aufgelegt hat und entsprechend mir die Möglichkeit gegeben hat, meine verkaufte Uhr quasi nachzukaufen. Ich habe nicht mehr das Originalband dran, ich habe jetzt eins von Guinan dran, weil ich schlicht und ergreifend eins haben wollte, mit dem ich bedenkenloser ins Wasser gehen kann. Die Uhr ist mit einem schönen Lederband ausgeliefert worden, aber das war nicht für den Zweck, für den ich sie einsetzen wollte, adäquat. Die Uhr kostet in der hier gezeigten Variante aktuell, das heißt in der Karwoche 2023, 945 Euro. Und jetzt schauen wir uns mal die Maße an. Wir haben einen Durchmesser von 42 mm. Wir haben einen Horn-zu-Horn-Abstand von 51 mm. Das ist eigentlich jenseits der Grenze dessen, was ich gerne und mit Vergnügen trage. Aber da ich keine andere Uhr gefunden habe, die so reduziert in den Funktionen war, bei gleichzeitig gegebener Wasserdichtigkeit, ist das ein kleiner Tod, den ich sterben muss, weil ich einfach eine genau solche Uhr für den Urlaub haben wollte. Entspannt, langsam, nicht zu genau, nicht zu stressig, trotzdem wasserdicht genug, dass ich sie nicht ausziehen muss, wenn ich mal duschen, schwimmen oder ins Meer gehe. Die Uhr hat eine angenehme Bauhöhe von 9,8 mm, wiegt ohne Band 67 Gramm, wie gesagt bis 100 Meter wasserdicht. Und wir haben auf dem Ziffernblatt eine zweifarbige Leuchtmasse. Wir haben BGW9 und C1X3. Das zeige ich euch im Nightshot aber noch. Das finde ich klasse. Ich mag das gerne, wenn die Leuchtmasse in zwei verschiedenen Farben verbaut ist. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ich gucke mal, ob ich sehen kann, welches Werk verbaut ist. Wenn nicht, schreibe ich euch das noch sehr gerne in die Kommentare rein. Kann man das hier sehen? Nee, ich schreibe es euch rein. Ich weiß es gerade auswendig nicht. Ich habe es mir auch dummerweise nicht notiert. Ich mache hier eine Einblendung und schreibe euch rein, welches Werk verbaut ist.
Die Krone ist nicht verschraubt, das heißt, man kann sie ziehen. Sekundenstopp oder sowas spielt keine Rolle, Datumseinstellung natürlich auch nicht. Und wenn man jetzt hier den Zeiger verstellt, dann bewegt sich eben nur der Stundenzeiger. Machen wir mal ein kleines bisschen Kunde des Ablesens. Jetzt haben wir 12 Uhr. Jetzt haben wir ziemlich genau Viertel nach 12. Und jetzt gehen wir in den Bereich zwischen den beiden kleinen Schritten. Jetzt sind wir im Bereich von 12.22 Uhr, 12.23 Uhr ungefähr. Gehe noch ein kleines bisschen näher ran, also über die Mitte zwischen den beiden Teilstrichen hinaus. Jetzt sind wir bei 12.25 Uhr in etwa. Und noch ein kleines bisschen weiter und wir sind bei 12.30 Uhr. Mit etwas Übung lässt sich diese Uhr relativ problemlos auf 2 Minuten genau ablesen. Das habe ich in der Tat ausprobiert und auch mit einer Atomuhr verglichen. Das funktioniert wirklich gut. Wie sieht sie denn an meinem Arm aus? Wie gesagt, die 51 mm Lug-to-Lug ist bei mir ein kleines bisschen die Schmerzgrenze. Mein aktueller Armumfang ist auch ein bisschen größer, als mir lieb ist. Da muss noch ein bisschen wieder was runter. Aber auch mit dem aktuell vorhandenen Armumfang von 17,5, man sieht, es ist tatsächlich an meinem Arm eine relativ große Uhr und auch die Auflagefläche von Horn zu Horn. Es geht noch, aber es darf auf keinen Fall mehr werden. Und wenn der Arm ein bisschen dünner wieder wird, dann ist das wirklich grenzwertig für mich. Aber ich wollte unbedingt diese entspannte Uhr und dieses luxuriöse Gefühl in der Freizeit im Urlaub, die Uhr zum Schwimmen, Duschen, Baden nicht ablegen zu müssen und trotzdem eine langsame, nicht stressige Uhr zu haben. Und genau das habe ich mir hier mit dieser Uhr erfüllt und bin da auch richtig mega glücklich mit. Das Saphirglas ist plan und nach meiner Meinung auch ziemlich gut entspiegelt. Ich versuche mal hier einen Scheinwerfer einzufangen. Da haben wir einen, also ja, da spiegelt was. Aber ich muss schon relativ viel, da haben wir jetzt einen richtigen Scheinwerfer. Klar, wenn ich voll auf den Scheinwerfer gehe, dann kann man nichts sehen. Aber alles andere, die Decke, die Kamera, egal was hier über der Uhr ist, da ist so gut wie nichts, was spiegelt, erst wenn ich wirklich prall ins Licht gehe. Und das schafft, glaube ich, kein noch so gut entspiegeltes Saphirglas, das tatsächlich komplett abzufedern. Insgesamt eine tolle Uhr mit einem sehr gut gemachten Gehäuse aus dem Hause Ikler. Und die Hornform leicht nach unten gewölbt, damit auch sehr angenehm am Arm. Und das ermöglicht es mir auch, diese etwas größere Uhr an meinem etwas schmaleren Handgelenk gut zu tragen. Den roten Punkt, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, den hätte ich jetzt nicht zwingend auf der Uhr gebraucht. Da es sich aber hier um das Originalblatt handelt, ist das für mich auch sehr okay so. Ohne hätte ich sie noch puristischer gefunden. Und wenn man die schwarze DLC-beschichtete Variante nimmt, in der es diese Uhr auch gibt, dann fällt der Punkt weg. Die Uhr gibt es auch als nicht limitierte Edition. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist das gleiche Gehäuse, im Prinzip die gleiche Uhr, aber da steht dann auf der Gehäuserückseite nur 5 ATM. Deswegen habe ich mich ganz ausdrücklich für dieses Modell entschieden, weil ich wirklich die garantierten 10 ATM haben wollte. Ich wollte es auch auf der Uhr stehen haben und das ist eine meiner zukünftigen Entspannungsurlaubs, Strand- und sonst was Uhren. Jetzt schauen wir uns noch die Leuchtkraft an und schauen uns an, wie die Uhr im Dunkeln wirkt.
Ja, wunderbar. Absolut klasse. Und ihr könnt sehen, der Stundenzeiger in grün, die Minuterie in blau. Richtig toll ablesbar aus unterschiedlichen Blickwinkeln funktioniert das. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass der Stundenzeiger auch, wenn man sich etwas Zeit nimmt und den Augen die Möglichkeit gibt, sich anzupassen, auch nach einiger Zeit noch gut ablesbar ist. Also das ist eine Uhr, die man tatsächlich in der Nacht gut ablesen kann. Aber man muss da doch relativ wach sein, um die entsprechende Zeit ablesen zu können. Das ist nicht ganz so einfach, weil es halt eine Einzeigeruhr ist. Einzeigeruhren spalten, das weiß ich, das weiß, glaube ich, jeder. Trotzdem bin ich ein Freund von Einzeigeruhren in bestimmten Situationen. Das habt ihr gemerkt, das habe ich auch in anderen Videos schon gesagt. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr zu Einzeigeruhren steht, ob ihr in der Freizeit gar keine tragt oder was ganz anderes. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf die Uhren, die kommen, und freut euch noch viel mehr auf meine nächsten Videos. Da ist auch in naher Zukunft die eine Woche am Arm mit der de facto 1 dabei. Bis dahin, tschüss, euer Axel.